Und wenn wir dann ein bisschen weitergehen, am Ende, die Flucht aus dem Krankenhaus ist auch Fulci-mäßig relativ gut inszeniert, wobei ich mich wieder eines frage. Der Typ ist ja komplett... Der kriegt am Anfang mit, schieße ich Zombie daher, schieße ich Zombie daher, schieße ich Zombie daher. Wo schießt er dem Zombie dem nächsten hin? Irgendwo. Da, 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 da. Egal. Ja? Und die beste Szene, eine der besten Szenen, wenn man sich das dann vorstellt, ja, er steht dann da, ja? Der Zombie ist dann da und der schießt nur extra so. Das ist ein Bumm! Überraschenderweise stirbt dann der Zombie nicht. Da? Ich meine, also warum? Ja, das ist genauso wie die Horde. Ja, ich habe mich ja eigentlich über die Horde wahnsinnig geärgert. Über den französischen Zombie-Film. Warum? Der alte Kerl mit der Maschinenpistole steht in so einem engen Gang. Die Zombies kommen reihenweise auf ihn zugelaufen. Wie schießt er? Komisch. Wenn er dann drauf geht, sitzt man davor und denkt sich, ja, warum nicht schon vor einer halben Stunde? Ja, also, das, ich werde es bis heute nicht verstehen. Ich sage ja, Logik und Zombiefilm ist nicht unbedingt etwas, was man im selben Satz verwenden sollte. Aber man kann trotzdem von den Charakteren so also eine gewisse, möglicherweise so eine Grundintelligenz verlangen. Und zwar die Intelligenz, dass wenn sie sehen, wie sie die Zombies erledigen können, dass sie das in Zukunft auch weitermachen. Und nicht irgendwie. Das bringt einer nichts, das zahlt sie nicht aus, warum? Ja, das Ende von dem Film, man riecht es eigentlich dann doch relativ früh kommen, aber es hat, es nimmt wieder den bisschen atmosphärischen Abschluss vom Film und bringt das Ganze dann wieder relativ ruhig und ja, mit so einem leichten Twist-Ending halt zum Abschluss. Reißt jetzt nicht so viel aus, aber es ist durchaus ansprechend, es ist durchaus sehenswert und kann eigentlich was. Ja, es ist nicht schlecht. Und generell, also ich muss sagen, The Beyond ist stilistisch sicher einer der besseren Fulcis. Er ist sicher besser als ein Nightmare-Konzert. Er ist einfach ein unterhaltsamer Film. Er ist, man unterhaltsam, er ist halt zwischendrin ein bisschen zart. Er ist zart. Aber er ist hart, er ist intensiv, er kann in vielen Szenen eine wirklich starke Atmosphäre aufbauen und er kann in einigen Momenten den Zuschauer wirklich in seinen Bann bringen. Und das ist etwas, was Fulci nicht immer gelungen ist. Und deswegen bin ich eigentlich dazu motiviert, trotz der Sachen, die mir an dem Film wirklich gestört haben, also Spinnen und... bin ich motiviert, dem Film 8 von 10 Punkten zu geben und einfach zu sagen, jeder, der gerne Zombie-Filme mag, vor allem doch etwas ruhigere und gesetztere Zombie-Filme, der sollte sich Geisterstadt der Zombies oder The Beyond oder Gates of Hell oder irgendeinen von den anderen 739.000 Titeln, die der Film im Laufe der Zeit kassiert hat, auf keinen Fall entgehen lassen. Mein Name ist Blähzocker, ich melde mich ab. Tschüss!